Ich so kommunistisch indoktriniert war von meinen Leuten, hörte ich dauernd, dass die Alliierten die Nazis am Leben lassen und dass die alten Verbrecher alle wieder an der Macht sind. Dass die Richter wieder Richter sind, dass die Leute, die unsere Familie abgeschlachtet haben, alle wieder in Amt und Würden sind. So stellte sich mir das dar. Das war emotional übrigens auch einer der Hauptgründe, warum ich mit 16 Jahren, 16,5 war ich, alleine gegen den Strom der Flüchtlinge, die alle nach Westen abhauten, in den Osten gegangen bin, weil ich dachte, dort ist die gerechtere Gesellschaft. Dort werden die Nazis nicht wieder zu sagen haben. Dort haben die guten Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand genommen. So, mit dieser roten Brause im Kopf ging ich 1953 in die DDR, kurz nach dem Tod von Stalin und kurz vor dem 17. Juni, in dieser Kerbe, als die Tränen über Stalins Tod noch nicht getrocknet waren und das Blut vom 17. Juni noch nicht angezapft war von den Panzern, da kam ich in die DDR.